Herzlich willkommen nach der Pause. Genau. Wir haben uns eben also angeschaut, was kann man machen, wenn man zuschauen will auf einem Rechner. Ja, eine Methode über Screen geht also, indem man einen weiteren User anlegt, da kann sich jemand einloggen. Man kann einer Screen-Session sagen, wer darf mit zuschauen und dann geht das auch. Aber wir brauchen einen weiteren Login, über den jemand zuschauen kann. Wenn wir den selber nicht als Root vergeben können und nicht einen offenen haben, dann geht es da nicht mehr weiter. Aber ein anderer Window-Manager, genannt TMUX, ja, TMUX, der hat... Da haben Leute was gebaut, was sehr schick ist, und das Ganze findet sich über tmate.io. Und auf der Webseite ist auch gut zu sehen, wie das die Architektur funktioniert, aber ich möchte es euch eben lieber direkt zeigen. So, und jetzt habe ich mit Matthias geredet und jetzt sage ich hallo, geh weiter. So, und er hat mir einen Link geschickt, den er erzeugt hat. Und mit diesem Link, wenn wir den mal kopieren und in den Browser gehen, piff, passiert Folgendes, loading, da. Wir sehen also ein Terminal und wir sehen ein bisschen buntes Zeug und das ist jetzt kein Screenshot, sondern wir schauen zu bei der Session von Matthias. Oh, er hat auch schon ein bisschen Zeugs geschrieben. Warte mal, ich versuche das mal ein bisschen größer zu machen. Nee, größer ist dann wohl nicht. Ja, das ist dann abgeklemmt. Das hat eine fixe Größe. Das ist also so ein bisschen ein Nachteil. Aber ihr könnt lesen, was ihr geschrieben habt. Ja? Ah, liebe Grüße an Sven. Also ihr seht hier unten in Zeile 11, er ist gerade am Tippen. Das ist Freehands. Ja, also ich bin es nicht. Genau. Und er zeigt uns das, so was da gerade passiert. Und ich gebe dem Matthias dann noch ein bisschen Feedback, indem ich wieder zurückgehe und sage... Jo, und jetzt zähle ich mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Leute schauen zu. Ja. So. Ich kaufe ein Links. Ja. Out. Das fehlende E. Anyways, genau. Und aber wir sehen sozusagen da oben im oberen Fenster ist er gerade aktiv und dort wird ein Hardtop angezeigt. Also eins von diesen Top-Programmen, und Hardtop ist so das Ding, was sehr viele bunte Farben hat, und deswegen sagen wir immer dazu, das ist Top on Steroids. Genau. Ja, also er fuhr da oben gerade rum. Ah ja, genau. Und er zeigt jetzt Prozesse von mir. Ja, also wir sind auf demselben Rechner dort und jetzt macht das auch ein bisschen größer. Ja, meine Prozesse, die da gerade laufen, die zeigt er gerade an. Genau, ihr könnt also sehen, was ich alles am Laufen habe. Aha, und jetzt geht er in die Shell. Ah, genau. Telldings. Ich habe ihm auch noch einen Link gegeben, ein Telnet-Link auf ein Online-Game, ja, nämlich Crawl Devils.org. Und der Hit an der Sache bei diesem Programm ist, es ist ein so NetHack-Game, ja, und jeder kann spielen, aber man kann auch spielenden Leuten zuschauen. Und ich finde das großartig, ja. Also, nicht nur, okay, es ist textbasiert und ich mag das Terminal, okay, es ist bunt, ich liebe Farben, ja, bunt ist meine Lieblingsfarbe, und die Farben hier, die wie gerade dargestellt werden, sind nicht so toll wie hier auf dem Dingens. Ja. Also ich hoffe, da muss man halt mal jetzt hin und her schalten. Aber da läuft man einer durch die Gegend, ja, mit dem Add-Zeichen, durch die Gänge und trifft dann auf verschiedene Dinge, ja, auf irgendwelche Objekte, und die kann man verwenden, benutzen. Also NetHack und so weiter. Wer kennt NetHack? Oder so mal gesehen, weißt du, um anzufangen. Ne? Genau, also das ist im Wesentlichen so ungefähr NetHack. Aber der Hit wirklich an der Sache ist, dass man anderen auch zuschauen kann. Und ich möchte ja immer noch, das ist noch so eine dieser Ideen, dass das Ganze irgendwie als Screensaver funktioniert. Also wenn man die Bandbreite hat und man braucht nicht sehr viel, aber wenn der Screensaver reinkickt, dann macht er eine Verbindung zu dem Ding und schaut jemand beim Spielen zu. Das läuft dann einfach. Ja? Ist vielleicht auch eine coole Sache, das im Schaufenster laufen zu lassen. Also bei uns ist dieser Individual Network Verein, der ist an der ehemaligen Apotheke, glaube ich. Und dann haben wir zwei Schaufenster.
und in dem kann man eben dann was rennen lassen. Ja, also wenn dann einfach ein Computer läuft und irgendwas zeigen soll, die eine Idee war immer, war lange Zeit so, der IEC-Kanal wird gezeigt. Aber wenn da gerade keiner spricht und tippt, dann ist das langweilig, so statisch. Aber wenn jemand am Spielen ist, man kann das sehen, das wäre so der Hit. Kommt in der Firma bestimmt gut, dass wir einen Screen sehen. Genau. Genau, also er hat, genau, mehr Infos gibt es auf seinem Dings, auf Freenode, da hat er, hat sich so genannt Lamer und er hat einen Kanal Lamebase, das kann man sich dort holen, bin dort im Channel der Lamer, genau. Also wenn es Fragen gibt, dann kann man sich das so bei ihm auch nochmal bestätigen lassen. Ja, ihr seht übrigens, also an sich wird ein SSH ausgeführt und eigentlich mit diesem Link hier und T-Mate am Ende steht eben da, weil die das Projekt machen und am Anfang steht ganz wichtig RO. RO minus, das ist der Hinweis für, dies ist ein Read-Only-Link, man kann nur zuschauen. So, der Hinter der Sache ist, nicht nur einer kann zuschauen, sondern diesen Link kann ich euch jetzt weitergeben. Ja, ich kann ihn jetzt in den, dazu verwende ich dann wieder das Austauschding, nämlich unser Textpad. Da haue ich das hinein und dann könnt ihr das auf euren Kisten auch mitsehen. Ja. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz rüber hier wieder. Das war der Link. Ach, hatte ich eigentlich gerade eben kopiert, aber gut. Und jetzt gehe ich wieder in den Dings hier. Wo sind wir? Da sind wir. Da. Und dann das hier hin. Da ist der Paste. Da könnt ihr es jetzt mit hinausnehmen. Ja. Teammate. Das ist jetzt das Ding hinter Teammate, oh. Oder wie? Jetzt nur der Roland ist verbunden. Ja. Ihr müsst also nochmal das Pad irgendwie aufrufen. Nochmal. Das ist jetzt das TMUX wird verwendet, er verwendet TMUX als seinen Window Manager auf unserer Kiste, auf der Shellbox, auf der wir uns einen SSH hin. Man muss endlich mal ein gutes Wort dafür erfinden. Zum SSH? Ja, man kann sich dran gewöhnen, aber es ist so ein bisschen schon sehr Speak oder so. Hm, nochmal? Was war der Vorschlag? Nein, das ist schon sehr klein. Ja. Anyways, aber du hast es jetzt mit auf dem Schirm, oder? Ja, du kannst jetzt auch mitschauen. Wenn ich noch so gut sehen würde. Genau, da ist es. Ja, das ist immer die Sache. Deswegen sage ich ja immer aus Grund, ja, nehmt euer Kistel mit, weil einmal die Interaktion über das Textpad, ja, was reinschreiben, aber eben auch solche Sachen anschauen. Ja, bis Ctrl Plus geht ja nicht, aber man kann es vergrößern. Mit dem Menü. Moment, das geht bei euch schon. Ja. Mit dem Menü geht's. No. Mhm. No. Ctrl-Plus ist vielleicht dann abgehängt, oder wie? Ja, aber mit dem Menü geht's. Ich kann es oben mit der Ansicht so. Wie geht denn das nochmal da? Den ja, danke schön. Ja. 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 Warum nicht gleich so, ne? Ja, Entschuldigung. Außer schick, oder? Also ich bei jedem solcher Schritte habe ich das Gefühl wieder im Kopf, die Zukunft ist angekommen. Ja, also es ist so, vor 3 Jahren oder so hätte man sagen können, naja, man könnte vielleicht sowas bauen, wie geht denn das? Und heute kann man sagen, da ist es, wir können es verwenden. Ja, also ich finde es immer wieder super. Ja, ich weiß nicht, wie die Windows-Welt darauf reagiert und was die machen, aber ich bin raus. Ja, mein letztes Windows war 3.11. Ja, da gibt es SteamViewer und ähnliches. Ja, da gibt es so andere Sachen. So. Natürlich kann man Dinge kaufen und Dings, aber ich finde es einfach super, wenn man sich, ja, wie das bei Open Source, ich sag mal bei freier Software geht, dass man sich Sachen einfach installieren kann. Runterladen, installieren, ausprobieren und wenn man es nicht will, wieder wegschmeißen, ja. Aber hier haben wir eine Sache, die jetzt die weitere Produktivität, die Kollaboration eben unterstützen kann. Ich mag das einfach, ja. Dazu ist der Spaß mit den ganzen Computern beginnt beim Netzwerken und super ist eben übers Internet, dass wir überall sein können. Nach ja. Und jetzt, wenn wir miteinander quatschen auf IRC und sagen, ja, ich könnte dir das zeigen, wenn das möglich wäre, ab jetzt ist es möglich. Ja, das ist sehr schick. Also ich liebe das einfach. Genau.
Also ist weiterhin am Tippen. Genau. Ja, übrigens noch so, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir heute machen. Ich mache erstmal so weiter. Ich muss irgendwann mit meinem Host mal kurz quatschen. Aber wenn man weitermachen will, ist anvisiert, nach den Grazer Linux-Tagen dann am übernächsten Wochenende vielleicht weiterzumachen im MetaLab. Ja, und dazu hatte ich das mal hier kurz aufgerufen, den MetaLab-Kalender. Wir sehen hier, 6. 7. Mai ist noch ganz frei. Eigentlich wollte ich ja vielleicht am Montag auch machen, je nachdem. Funkfeuertreffen gibt es jetzt mittlerweile dort. Also es gibt ja zwei Räumlichkeiten dort. Man kann das sicherlich irgendwie machen. Ja, sollte Interesse bestehen, ich muss mal schauen. Mal kurz Finger hoch, wer würde lieber am Samstag weitermachen? Keiner. Am Sonntag? Der heilige Sonntag. Am Montag? Gut. Also jedenfalls. Das sind Linux-Wochen, da wird Donnerstag bis Samstag. Ja, stimmt eigentlich. Donnerstag, Freitag, Samstag sind eigentlich Linux-Wochen noch. Okay, also wahrscheinlich doch lieber Sonntag, weil noch frei. Und wahrscheinlich lieber gegen Abend, weil, naja, tagsüber ist hoffentlich Sonne und tralala. Und dann, wenn die Sonne langsam runtergeht, dann kann man sich wieder aus dem Sarg heraus bewegen und zum Hackerspace gehen. Ja. Also wir haben noch nichts eingetragen, aber das wäre die Idee, sich dort zu treffen. Aber es soll dann nicht nur um Wim in größerer Länge wie heute gehen, sondern eben um alles Mögliche. Die Art der Veranstaltung heißt dann Show and Tell. Also das aus dem Amerikanischen, was die in den Schulen halt seit Jahrzehnten machen. Man soll was herzeigen. Also es geht darum, dass man spricht über das, worüber man sprechen kann und das herzeigt an alle, um das auch zu üben. So, jetzt muss man da nicht perfekt sein, aber es geht einfach darum, wir zeigen uns mal gegenseitig irgendwelche Sachen. Das ist das genaue Ding. Und man lernt man sieht irgendwelche Tools, ja, die man eventuell gebrauchen kann und manchmal auch Dinge, die einfach nur lustig sind. Und das ist dein Stichwort, Roland. Das ist dein Stichwort, Roland. Also wir wissen nicht, es gibt noch kein Paket dafür, aber du könntest ja mal ganz kurz, vielleicht können wir das nachher mal machen, das da dran halten und switchen, dass wir alle das mal sehen, was du da jetzt gerade hast laufen lassen. Hollywood-Ding, ja genau. Okay. Genau. Ja, also eins, was ich auch einmal wie ein echter Hacker ausschaut. Genau, also um es vorwegzunehmen, das Ganze ist ein Programmchen, was einfach mehrere Sachen aufruft auf dem Bildschirm, das ja schön gefüllt ist mit Dingen, die sich irgendwie bewegen. Und das ist genau das, was wir in den Filmen immer sehen. Ne? Also wenn man einen Bildschirm sieht von einem Hacker, dann laufen immer 20 Sachen gleichzeitig und es muss sich immer bewegen. Das bringe ich aber jetzt so. Und ja, das muss man aber sehen, aber wir wollen es ja nicht nur einfach so direkt sehen, hier für uns. Wir müssen auch an die denken, die gerade heute nicht da sind und das später irgendwie sehen, dass die auch was von haben. Das heißt, wir müssen mal hier nochmal ein bisschen umstecken und so weiter. Aber vielleicht machen wir das nach der Pause. Ne? Genau, ich habe gesagt, bis Viertel nach machen wir mal da weiter. Die Lilum. So, jetzt schauen wir mal. Ah! Naja, da hört ihr schon, was dann der Sound ist. Aber nicht vorgreifen, nicht vorgreifen. Genau, der heißt, Matthias ist aber noch dran. Du glaubst, das kann ich. Ja, vielleicht solltest du kurz herausfinden, wie man es stoppt, weil... Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Gut, der Matthias ist aber am anderen Ende noch da und fragt, ob ihr Wünsche habt. Und die, ja, insofern, was kann ich ihm rüberschicken? Der wartet jetzt schon seit 5 Minuten darauf. Gibt es irgendwas noch so zum Zeigen? Also es gäbe natürlich die Möglichkeit noch, dass er uns einen Link schickt bei einer Session, die nicht read-only ist. Das heißt, wo ich selber auch mitschreiben könnte. Einfach nur Proof of Concept, wollt ihr das sehen? Genau, also ich könnte, was heißt ich könnte, ich mache es einfach. So. So, und dann schauen wir mal, dass er das mitkriegt. Kann natürlich einen Moment dauern. Nach 5 Minuten macht man meist ja schon wieder was anderes.
Ah, und hier, also ich verwende übrigens als IRC mein Lieblingsclient IRC, schon seit, weiß nicht, 15 Jahren. Ja, natürlich, genau. Also den Link, den er dann schickt, bitte dann nicht verwenden. Das mache ich dann. Genau, und IRC zeigt doch an, wenn ich irgendwie angesprochen werde, in Gelb die Fensternummer und dann kann ich da hinspringen direkt. Da hat er irgendwas gesagt. Ah, ja, ja. Das hat der andere gesagt, der Wikimatze, noch einer aus Berlin. Übrigens, mit Wikimatze zusammen machen wir wimberlin.de. Also solltet ihr euch nach Berlin bewegen und wollt ein bisschen Wim sehen, immer am dritten oder auch mal am vierten Donnerstag machen wir Treffen. Und im September gibt es dann voraussichtlich auch wieder ein Treffen, das Wimfest. Ja, also wo das ganze Wochenende dann das gemacht wird. Und beim letzten Wimfest im letzten September war das so, da war da ein gewisser Herr Bram Molenaar da und hat gesagt, oh, jetzt wir uppen die Version jetzt von Wim auf Wim 7 auf Wim 8. Yay. Also der Autor des Programmes, der Maintainer, der Benevolent Dictator, der also die Entscheidung trifft, der war halt da und hat halt dann vorgetragen über Wim 8. Genau. Ah, jetzt tut sich was. Restarted. Okay. So. Ja, es gibt die. Das Schöne ist, dass das die Links, die man vergeben kann, sind entweder halt zum Einloggen per SSH, wenn man es zur Verfügung hat, oder eben per Web mit HTTPS. Ja. Ah, es klingelt immer noch ein bisschen in der Hose, weil ich noch einen Notifier-Dings habe, der mir das, wenn ich privat angesprochen werde, hier drauf auch noch meldet. So, jetzt muss ich das mal ganz kurz hier kopieren. Zink. Und dann geht es wieder zurück in den Browser und ein neues Tab und hinein damit. Connecting. Jo, und jetzt, das bin ich. Ja, also ihr seht an dem, was ich schreibe, ja, Halloween, das, da meldet sich aber auch zwischendurch der Matthias mit dem Hehe all, oh sorry, Sven, genau. Das, an dieser Stelle haben wir natürlich kein Audio, ja, das wäre jetzt noch so der Hit. Das könnte man eben aber auch andere Dinge machen, es gibt ja auch ein paar Dienste, die man nebenher laufen lassen kann. Ja, ich habe das noch nicht so groß probiert, weil das nicht so der Hit ist mit meiner alten Kiste. Die ist jetzt 10 Jahre alt. Nur kein Schund, nur kein Schindluder treiben, ja genau. Also der Sound fehlt jetzt ein bisschen dabei, um sich ein bisschen zu koordinieren. Ja, aber ihr seht, ich kann interagieren damit. Ja. So. Mumble wird es immer noch geben, oder? Mumble zum Beispiel, genau. So, aber ihr seht, wir könnten jetzt an dieser Stelle eben, also wir machen das manchmal und jetzt das short shameful confession, wir benutzen untereinander hier Skype, wenn wir uns hören wollen. Skype ist natürlich nicht die Sache der ersten Wahl, aber er hat es und ich hab's und dann haben wir uns darauf geeinigt. Ja, also manchmal sitzen wir da und quatschen halt, ich habe das dann hier irgendwie. Und dann haben wir hier wohl das Audio und dann tippen wir da was und dann hier, Moment mal und lass mich mal tippen und so. Warum nicht mal? Nämlich, dass es wie Shell ausschaut Nein. und keine Fehlermeldung, dass es die Kommandos nicht gibt, bekommt. Ja, naja, ich habe ihm das natürlich auch beigebracht, dass man Dinge da reinschreiben kann, ohne sie ausführen zu müssen. Ne? Also man kann mit Ctrl-C abbrechen, in der... Die Bash zeigt das eigentlich immer wieder an, das Ctrl-C kann man auch wegkonfigurieren, aber die Z-Shell macht das eben richtig und ja, ich habe dem Mann gesagt, hier guck mal Z-Shell. Und dann nicht angekommen. Ihr drückt immer Ctrl-C und nicht dann, okay, das geht. Genau, er drückt Ctrl-C und die Z-Shell zeigt das nicht an, aber das ist der Weg, den wir hier dann auch verwenden. Aber es braucht immer wieder mal Koordination und deswegen braucht man eben Audio. Ja, warum nicht Mumble? Ja, definitiv Mumble, warum nicht? Genau. Also die Welt da ist auch groß draußen und
kann nur anregen, darüber auch einmal wieder zu sprechen, welche Tools man denn nur einsetzt und wo ist der Server und wer richtet ihn ein und was machen wir mit der Bandbreite und all diese ganzen Sachen. Ja. Aber ich bin nicht derjenige, der darüber vortragen kann. Ich kann nur ein paar benutzen. Ja? Zum Protokollieren könntest du ja auch Alt-Raute drücken. Ne? Zum Protokollieren kann ich Alt-Raute drücken. Wir sind da in der Historiale drin. Ach so, ja, natürlich, ja, okay, genau. Es gibt auch eine Möglichkeit zu sagen, packt das einfach in die History. Es gibt noch andere Sachen, wie man kann sich einstellen, wenn das Ganze mit Blanks beginnt, also mit Spaces, dann wird das nicht in die History gepackt. Ja, also dann kann man auch Sachen drin haben. Man kann auch ein Default-Kommando definieren, man kann eine Funktion definieren, die das mit dem Return abfängt und so weiter und so weiter. Und es gibt eine, das habe ich aber nicht zum Vorführen da, es gibt so ein Ding, wenn man sich vertippt hat, ja, gibt es eine Fehlermeldung und die Shell weiß, es gibt eine Nummer mit Fehlermeldung und man hat sich vertippt, muss es aber selber korrigieren. Aber es gibt so Heuristiken natürlich, bei denen man sagen kann, du hast dich bei deinem Dateinamen vertippt, ja, da könnte man das ja automatisch korrigieren. Und da gibt es ein zusätzliches Kommando, das jemand gebaut hat, das genau darauf zugreift. Ja. Wenn man sich vertippt hat, es gibt Fehlermeldung, dann gibt man ein Wort ein und dann wird das korrigiert. Und dann, naja, man braucht nur ein Wort einzugeben. Und dieses Wort heißt Fuck. Also wenn man sich darüber ärgert, man hat sich vertippt, dann gibt man ein Fuck und dann wird das korrigiert. Ja, habe ich aber nicht installiert, aber das ist eine sehr lustige Sache, wie ich finde. Ja. Session close. Anyways, okay, also er ist weg. Nochmal kurz dem Matthias drüben danken, dass er das alles gemacht hat. So, das mal löschen. Danke für dein... Ups. Genau. Und Applaus für Matthias. Ja, danke sehr. Ja, also wie ihr seht, die Welt ist besser geworden. Wir können zuschauen lassen und uns miteinander besser austauschen. Früher gab es schon so andere Möglichkeiten, aber die Welt ist besser geworden, auch was Bandbreite angeht. Ja? Also mit Bilder rüberschicken und so weiter. Und diese Sachen bitte ich euch auch mal auszuprobieren. Er wünscht uns noch einen schönen Abend. Genau. Ups, und ich kann wirklich nicht mehr tippen hier. Danke sehr. Ah. Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt Fuck eintippen. Aber das ist noch nicht integriert in den IRC-Client. Genau, aber es fühlt sich schon sehr an wie eine Shell. Also das Programm ist hochkonfigurierbar auch und schon sehr super. Was kommt noch? Um vorzugreifen, genau, bei Vim will ich euch noch Prefix Expansion zeigen. Das ist auch noch einer von diesen Dingen. Jetzt sind wir dieses Pad hier. Ich kann nicht mehr tippen, das ist schlimm. Prefix Expansion. Also die Idee ist, man gibt ein kleines Wort von einem Anfang ein und dann wird das expandiert und sieht dann ungefähr so aus. Ich muss zurück zum Dingens, da, und dann tippe ich hier irgendwas ein und dann mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ich habe, das ist die Präfixnummer für Telefonnummer aus Deutschland. Und dann weiß ich, meine beginnt damit. Ich meine, ich kenne sie eh auch auswendig, ich habe sie jetzt seit 20 Jahren, aber ich drücke auf Ctrl-N und dann wird hier und da nachgeschaut, je nach Einstellung, wo was ist. Und ja, der erste Treffer ist meine. Aber wenn was sich hier auftut, ist ein Menü. Und jetzt sind auch alle anderen. Moment, mal kurz nochmal zurückgehen. Warum ist das hier so wackelig? So, das ist. Also jetzt kann ich hier rauf und runter gehen und je nachdem da eins auswählen. Auf der rechten, also links steht das, was die Expansion ist und rechts steht das, woher es kommt. Ja, und ich kann mir eben einstellen, woher es das nimmt. Also einmal kann ich sagen, nur der aktuelle Buffer. Nur das,
was drin ist. Dann kann ich sagen, alle geöffneten Fenster, alle Buffer, die es überhaupt offen hat, und dann kann ich noch eine Liste angeben von File-Names, die auch immer gecheckt werden sollen. Das sind, nochmal? Alle Files unter Slash. Alle Files unter Slash, ja, könnte man, aber das wird down. Das wird down, ja. Und viele, viele Menschen. Das habe ich noch nicht probiert, nein. Aber man kann Dateien angeben, die man dann einfach Dictionaries nennt. Und ein Dictionary sieht dann zum Beispiel so aus. Also im Wesentlichen einfach nur Dinge oder Worte, die da irgendwie drinstehen und dann, ja, was auch immer, ja. Also ich tue da URLs hinein. Und dann sieht das so aus. Dann brauche ich nur etwas tippen wie Dingens da. Zum Beispiel hier, ja, man sieht es gerade, Biertaucher, ja? Peng. Achso, ich muss nicht Tab. Ich habe auf Ctrl-N natürlich da. Ja? Und dann gibt es dein Titanpad wieder. Genau. Die Biertaucher treffen sich in Wien immer am Dienstag im alten AKH beziehungsweise in der Zypresse. Genau, und es ist ein Podcast. Und die Idee ist, man klingt am Anfang mit einem Bier an und dann erzählt jeder darüber, worüber was erzählen mag. Ne? Und das Ganze, die Beschreibung davon ist ungefähr so. Muss ich mal das herausholen. Huch, nicht. Ach so, ich glaube, das habe ich dann unter Dingens. Genau. Also, der Inhalt ist: der wöchentliche Podcast aus Wien über freie Software, frische Hardware, Weltverbesserung und schöner Leben für Nerds. Genau, das ist so die Kurzversion. Und ich habe hinzugepackt, so was gibt es da, also Events natürlich, freie Software, Computerspiele, Bücher, Kinofilme, TV-Serien sowie andere Podcasts. Genau. Und mittlerweile, also ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, der 300. Podcast ist gerade gewesen und ja, gestern wäre ich gerne dabei gewesen, aber ich habe es gestern nicht gepackt. Ich habe die Nacht davor leider verpasst und dann hat es mich am Nachmittag einfach erwischt. Da muss ich dann Drogen nehmen, also Schlaf. Schlaf ist die beste Droge. Gewöhnt euch das nicht zu sehr an, sonst seid ihr abhängig. Genau. Ich warne ja auch immer, also Freunde von mir, die Eltern sind, dass sie ihren Kindern nicht antun sollen, weil dann schlafen sie in der Schule. Also dann nehmen sie Drogen, nicht? Ja. Ja, nur so nebenbei. Anyways, Biertauch-Podcast, schaut's mal hinein. Gibt's viele nerdige Sachen und seid auch dabei. Geht's mal hin. Und dann, worüber ihr reden wollt, könnt ihr mitreden. Ja? Kennst du eine Feed-Adresse auch davon? Eine Wasseradresse? Das muss eine Feed-Adresse sein, das muss ein Podcast sein. Eine Feed, ja, da gibt es auch Feed. Feed habe ich hier bei mir nicht notiert, aber gibt es auf der Seite. Ja, also biertaucher.at muss man eigentlich nur eingeben. Das wird dann redirected auf spielenprogrammieren.at. Das ist der Horst Jens, der bringt Kindern und auch anderen Leuten bei, wie man Python benutzt, um eigene Spiele zu spielen, zu kreieren, zu programmieren. Genau. Ja. Und wie gesagt, jeden Dienstag, genau. So, das war der kurze Dings dazu, einfach nur als Beispiel. Also ich benutze es, um URL zu expandieren. Ich benutze einfach Worte, die ich öfter brauche und dann war, na, das ist schon eine ganze Weile wieder her. Genau, war Innsbruck und Salzburg, habe ich öfter getippt wegen der Easter Hack-Dingens, die da mal liefen. Und dann war ein bisschen was Japanisches, ja. Was auch immer, Tumbra-Haus, das war in Chemnitzer Linux-Tag, da habe ich ein Event, wo man halt zusammenkommt und miteinander redet. So, genau. Ja, und der Hit ist einfach, wenn ich jetzt irgendwas hineinschreibe, boah, ich sollte mal drüber nachdenken. Also ich klappe jetzt auf der Tastatur darum, ich sehe, das Wort beginnt mit AKD und ich gehe hier in den anderen Dings hinein und schreibe AKD und drücke auf Ctrl-N, plopp, da ist es schon, das ganze Wort. Ich brauche es nicht neu zu schreiben. Ja. Und man muss zwei, drei Optionen setzen für die ganze Geschichte, aber im Wesentlichen kann man sagen, eine Option listet eine Menge von Dateien auf, die auch gecheckt werden sollen und dann schreibt man da was hinein. Und der Hit ist natürlich, wenn man irgendwelche Dateien angibt von Texten, die man geschrieben hat, die auch E-Mails sein können und so weiter, dann kriegt man das auch daraus.
Und darum geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte, auch Wiederverwendbarkeit von Worten. Was man einmal geschrieben hat, ja, kann man gleich wiederverwenden. Und das irgendwann klickte es mal vor einigen Jahren, dass wenn ich in dem Check, wenn ich in dem Chat-Dingens drin bin, ja, dass ich das auch gerne so hätte. Und jetzt gehe ich mal auf einen Kanal, der hat einfach direkt mit diesem ERC-Dings zu tun. Und ich suche mir jetzt mal ein Wort raus. Da ist eins hier. Potentially. Ja, das sind schon ein Dutzend Zeichen. Muss man erstmal tippen. Ja. Und, aber ich gebe jetzt PO mal ein und drücke auf Tab. Ah, da wird erst einmal Nickname Expansion betrieben, das ist an der falschen Stelle so. Ich drücke mal irgendwas anderes und dann PO, Tab, Puli, da ist er wieder da, Poka, Poptix, da sind einfach zu viele Leute auf diesem Kanal. Mal drei hinzugeben, POT und da ist es, das Potentially. Ja, und ja, die Idee ist, das Ganze ist Perl-basiert, dieses Programm, und dann hat jemand ein Plugin geschrieben, das einfach die ganzen Worte mitprotokolliert. Alles, was ganz kurz ist, wird halt weggelassen, weil das kann man selber schnell tippen. Was ein bisschen länger ist, wird in ein Dictionary gepackt und dann nach Häufigkeit auch noch gewichtet. Ja? Und dann kann man sozusagen an diesen Worten, könnte ich jetzt herumtaben und auch noch diese Liste durchgehen. Ich sehe jetzt, ich habe nur kein Beispiel jetzt dafür gerade. Aber das Wesentliche ist, das Programm zeigt mir den Text an. Das heißt, der Text ist in the head, also im RAM, in dem Speicherteil davon. Also kann es mich auch darum unterstützen, dass ich das schreibe. Durch Präfixexpansion. Ja. Und dann nur ganz kurz sagen, so vielen Dank an denjenigen, der das mal gemacht hat, genau, schon ein Dutzend Jahre her. Das gibt es also als Plugin, das man bei diesem Programm runterholen kann, nur dummerweise ist es noch nicht auf der Scripts-Homepage noch mit dabei. Aber das verwende ich jetzt seit über ein Dutzend Jahren oder so und ich finde es super. Also wenn irgendjemand ein komisches, langes Wort tippt und ich frage dann danach, was bedeutet das, indem ich einfach das Wort wiederhole und ein Fragezeichen dahinter klemme, aber ich muss es nicht copy und pasten oder so. Ich brauche nur den Anfang, brauche einen Tab, ein Fragezeichen dazu, erledigt. Ja, okay, aber da war eine Frage. Kann ich für diese Auto-Expansion auch ein eigenes Dictionary hinterlegen, ein Wörterbuch. Genau, ja. Das, man kann sein eigenes da anlegen. Man muss nicht, also es basiert nicht auf den, allein nur auf den vorgefertigten, die man sich herunterladen kann, die Textdateien, die richtige Wörterbücher und Dictionaries sind, sondern eben das, was ich gezeigt habe, das ist meine eigene Datei, in der einfach alles Mögliche drinsteht. Und ich habe das einfach abgelegt unter meinem Home-Vim-Verzeichnis und Dictionary auch noch genannt. Und wenn man jetzt noch die Tags, nee, Moment, die, wie heißt das Ding, Tabs, wie ist das nochmal, Moment, Hilfe, Dictionary, warum ist das eigentlich so super breit? So. Schau mal selber hinein, Dictionary, wie heißt das Ding? Dict einfach, genau. Also die Option Dict, die hat ja als Wert einfach nur meine Datei, die ich mir da angelegt habe. Aber sie nimmt eine ganze Liste entgegen. Ich könnte jetzt also mit Komma und noch weitere Dateinamen hinzufügen. Ich könnte auch die offenen Files automatisch oder nicht? Wo gesucht wird bei der Präfixexpansion, das kann man eben da noch anders auch einstellen. Da sagt man über so ein Kürzeldings so, eben wie gesagt, nur der Buffer selbst oder die offenen oder alle, die erreichbar sind oder auch die Dictionaries mit hinzunehmen. Interessant ist es vor allem auch bei Variablenverwendung im Skriptprogrammieren oder so, ganz interessant. Genau. Also wenn wir irgendwas haben und setzen halt eine Variable auf einen Wert und die Variable hat noch ein bisschen spezielleren Namen, 1, 2, 3, 4, Wahnsinn. Genau, kann ich natürlich später wieder sagen Variable und dann möchte ich das expandieren und dann gibt es die Variable 1, 2, 3, 4 und das ist gut so.
Und da brauche ich das Pop-up-Menü nicht unbedingt. Also manchmal möchte man sich das so einstellen, dass man sagt, das aktuelle File. Und wenn es in dem File noch einen Hinweis gibt, so wie ein Import-Statement, auf was anderes, dass die auch abgesucht werden. Dann bleiben wir in dem Bereich Code. Das aktuelle File und alle includeden oder importierten Dinge werden durchgesucht. Genau. Soweit, okay. Ja. Also auch, genau, Ctrl-N sucht übrigens Next Match nach unten. Aber wenn man weiß, das habe ich vorher geschrieben und das, ich will nicht da einmal rumgehen, dann suche ich vorher nach, in die Richtung mit Ctrl-P. Ja. Also um ein Beispiel noch weiter zu haben, Variable, achso, ich habe ja E2N da. Macht man das offensichtlich so. Also unten habe ich eine Variable NNN mit 909 und ich beginne mit VRR. Ja, wenn ich mit Next suche, Ctrl-N, dann wird mir als nächstes Variable 909 angeboten. Wenn ich nochmal zurückgebe und Ctrl-P mache, dann wird mir Variable 1, 2, 3, 4 von vorher angeboten. Ne? Als erstes von der Reihenfolge. Ja. Also das waren Ctrl-N und Ctrl-P, das wäre sehr nützlich. Auch beim Schreiben von allen möglichen Texten bei einer E-Mail. Wenn man gerade sagt, so der Straßenname nochmal schreiben. Nein, Anfang schreiben, Ctrl-N, fertig. Ja. Ich wüsste schon, was ich weitermache, aber Fragen von euch. Jetzt, eigentlich, das ist jetzt so der Weg. Bewerft mich mit euren Fragen. Ich schaue noch mal ganz kurz hier zurück in das Textpad. Wo haben wir denn? Da ist es. Da ist Jan schon weg. Genau, was hat man denn hier? Kann man Vim? Ah ja. Eine gute Frage, hier nehme ich mal aus dem Pad. Kann man Vim in einer Art integriertem Development Environment konfigurieren und benutzen? Liste der zum Projekt gehörigen Dateien verwalten, Make starten, Suche im Projekt? Ja, Vim ist definitiv sozusagen ja als allgemeines Dingens geschrieben worden. Basiert natürlich sehr vieles auf C erst einmal, aber es gibt einen Make-Befehl, der einen externen Compiler anwirft. Man kann dann konfigurieren über Optionen das Error-Format, also was spuckt der Compiler aus? Wie sagt er, in dieser Zeile, in diesem File habe ich da ein Problem? Und dann werden diese Dinge erkannt und dann gibt es Befehle, die diesen Output, dass man erlaubt, dort hin und her zu springen. Also man kann zum nächsten oder vorherigen Error springen und sagen, öffne mir genau die Datei an dieser Zeile. Ja, also das gibt es. Das ist so der Quick-Fix-Cycle, also das übliche Compiler anwerfen, Fehler bearbeiten, Dateien ändern und das wieder wiederholen. Das läuft unter dem Quick-Fix Dingens und wenn wir uns da Hilfe brauchen, Help, Quick-Fix. Na, so, da haben wir das. Da gibt es also wieder viel zu lesen, 1600 Zeilen. Aber man sollte nicht erschrecken anhand der Sachen. Jede Zeile sagt was Neues und Dings, sondern es gibt natürlich Befehle und Beispiele und so weiter. Also wenn man sich das alles mal anschaut, dann gut, man muss vielleicht ein bisschen Zeit investieren Nachmittag, aber Vim unterstützt, sage ich mal ganz allgemein, ich habe nur dieses Wort Quickfix eben dafür. Also Compiler anwerfen, Fehler ausmerzen und wieder wiederholen. Ja, ja, das ist auch nett, aber was ich gerne hätte ist, ich habe tatsächlich einmal, bevor ich bei Qt Creator gelandet bin, habe ich gedacht, na, ich schaue mal nochmal an, wie weit ich mit dem Vim komme. Und was ich gerne hätte, ist eine Liste von den Dateien, die zu einem Projekt gehören. Und ich möchte gern bequem sozusagen
diese Dateien aufmachen können. Oder möchte sagen können, suche in den Dateien, die zum Projekt gehören. Ich habe in meinem Word-Verzeichnis, ob das jetzt guter Stil ist oder nicht, darüber kann man diskutieren, auch andere Dateien liegen. Ja. Die möchte ich nicht durchsuchen. Ich möchte halt die zum Projekt gehören. Ich möchte halt zum Projekt dazugeben können, ja. Weggeben können. Gut, das ist das, was ein Integrated Desk Dings macht. Gut, jetzt schicke ich eins wieder voraus an der ganzen Sache. Wenn Vim das Tool der Wahl wäre für jede Sprache, dann müsste es die alle Sprachen unterstützen, die es so von der Syntax her versteht. Und das ist ein bisschen viel. Und es ist nur dann richtig effektiv, wenn es auf eine oder vielleicht zwei Sprachen zugeschnitten ist. Ich sage jetzt mal beispielsweise C und C++, so ungefähr. Ja. Vim wird, kann man integrieren als Editor in ein solches Environment, das ist aber nicht das, was du haben wolltest, sondern wie gucken wir uns die ganzen Dateien an, und das gibt einen kleinen Umweg, auch das ist nicht jetzt für alle integriert, aber es gibt ein Tool, das nennt sich C-Tags, und das geht durch Source Code durch und legt einen Index an von allen möglichen Funktionen und so weiter. Und darüber, das was angelegt ist, kann Vim dann darauf zugreifen. Im einfachsten Fall wäre es eine Datei, ja, wo ich hineinschreibe explizit, in einem Makefile ist das zum Beispiel implizit enthalten. Ja. Da stehen auch natürlich alle Dateien, die zu meinem Projekt gehören, drinnen, auf die eine oder auf die andere Art und Weise und mit den Kommandos verknüpft, die auszuführen sind. Ah, okay. So, ja, was ich gerne hätte, ist extrahiert nur diese Liste der Dateien, die gehören zu meinem Projekt. Wenn ich jetzt sage, irgendwie, bitteschön, mach mir ein ZIP davon, erzeugt er mir alle Dateien, die zum Projekt gehören. Lösche mir alle davon weg, die nicht zum Projekt gehören. Lösche mir alle weg, die nicht zum Projekt gehören. Okay. Ich weiß schon, dass man das mit Git und mit Source Code Verwaltungen auch bis zu einem gewissen Grad machen kann. Ja. Mich hat immer interessiert, gibt es was Leichtgewichtiges, das ich dafür verwenden könnte. Und dann möchte ich natürlich diese Datei aufmachen und sagen, die erste oder die zweite oder die dritte laden wir jetzt in den Buffer. Das wird wahrscheinlich leicht gehen. Okay, also es spricht schon ganz verschiedene Sachen an, ja, die ganze Geschichte. Was will man alles? Man will Zugriff auf die Dateien im Projekt haben, man möchte die rein und rausschmeißen, verwalten mit Backups, zusammenlinksen. Also ich sage mal, es läuft auf eine Kombination hinaus. Was du automatisierst, wirst du wahrscheinlich dann eher über ein Make-File machen, das du selber schreibst. Und dann sagst du eben Make das da. Okay. Dass das alles integriert ist in Vim, ist es nicht, aus Absicht, im Sinne von, naja, es ist ein Editor. Es ist jetzt nicht ein IDE für alle Sprachen. Aber eine Liste von Dateien, die zu einem Projekt gehören. Genau, und das zum Beispiel wäre das Tool C-Tags, dass das zum Beispiel einem anlegt. Das weiß, was welche Dateien da hineingehören. C-Tags dient explizit dazu, dass ich nach bestimmten Tags suche. Richtig. Ja, genau. Das ist dann das. Nicht zum Beispiel, das löst nicht das andere Problem. Aber das müsste eigentlich über Sessions relativ gut gehen, oder? Naja, je nachdem, wie machst du Dinge auf. Entweder hast du es schon eben mal geladen, genau, dann machen wir einen Session-File, dann macht es das auch. Wir haben es gibt noch viele sehen. Ja, Moment. Das ist, was wir ansprechen, ist nicht ein Problem, sondern ein Set von Problemen. Ja, und jedes einzelne. Also das eine Problem, das du angesprochen hast, nämlich du möchtest alle Files, die zu deinem Projekt gehören, einfach öffnen können. Und das gibt verschiedene Möglichkeiten. Definieren, mein Projekt, was ist überhaupt mein Projekt? Mein Projekt ist das, diese Ansammlung von Dateien. Ja, diese Liste von Links, das ist mein Projekt. Dann, natürlich kann ich mir dann verschiedene Tools dazu schreiben, mache mit allen Dateien meines Projektes dies oder jenes. Und eins davon ist, ich möchte gerne halt auch die Dateien laden können. Ja. Gut, es gibt verschiedene Tools. Ich kann ein paar exemplarisch darstellen.
Die Sache ist die, das, was du von einer IDE erwartest, wirst du bei Vim garantiert nicht bekommen. Weil Vim nur ein Texteditor ist. Es ist kein Webbrowser, es ist kein Mailer, es ist kein Windows-Environment. Also eine IDE als Ersatz, Entschuldigung, ein Vim als Ersatz für eine IDE, nein. Vim als Editor für Source-Code-Verwaltung und Dingen, ja. Aber für viele Dinge gilt, Achtung, es ist ein Unix-Tool und jedes macht seinen Job. Und was du sozusagen zwar hineinpacken könntest, wird aber nicht alles wie eine IDE sein. Aber es gibt verschiedene Dinge, die schon da sind, die du vielleicht verwenden möchtest. Und eine davon wäre zum Beispiel, wenn du schon eine Datei hast und weißt, wie das, welche du brauchst, mal angenommen, du hast sie einfach schon mal hingeschrieben, so wie, ich sage wieder etc-passwd, weil ich weiß, dass es existiert. Also ich habe jetzt kein Projekt ausgepackt, na doch, Neomut. Ja, aber was tust du machen? Ich sage, einfach ls in eine Datei. Ja, das könnte man auch machen, aber dann wischst du mit ls nicht. Ja, das ist ja der Unterschied. Natürlich, im Grunde genommen könnte ich ja mein ganzes Projekt so anlegen, dass ich sage, in diesem Directory, das ist alles mein Projekt und da kommt nichts anderes vor. Und wenn ein super Spezialfall, und der ist einfach. In einer realen Welt, ja, landen in diesem Directory auch keine anderen Dateien, als zu meinem Projekt gehören. Ja, dann sieht das so aus. Aber nicht. Ich habe da drinnen Dateien, die gehören zu meinem Projekt, Dateien, die entstehen während des Arbeitsprozesses, ja, die gehören aber nicht unbedingt zu meinem Projekt. Und ich möchte das gerne drinnen, kann ich löschen, ich kann Git nehmen, ja. So, also. Das hilft dir da jetzt nicht. Entschuldigung, ganz kurz. Ich versuche eine Antwort zu geben, aber sagen wir so. Alle Probleme, die mit IDEs zu tun haben und Programmieren und Environments, naja, wäre jetzt nicht am Freitag und Samstag das Ding dort, dann würde ich sagen, machen wir jetzt 3 Tage durch. Und dann haben wir alles mal kurz gesehen. So. Aber, also, erster Schritt natürlich, wenn ich Vim starte, was gehört dazu und was gehört nicht dazu, kann ich die Dateinamen angeben. Eventuell kann ich auch irgendwie ein Pattern angeben. Ja? Es gibt auch von der Shell her Exclusive Patterns, die sagen nicht alle .bug-Files, ja? Die möchte ich da nicht drin sehen. Ich würde gerne eine Datei angeben. Ja, genau. Aber du kannst du sagen, dass du sagst hier Vim und ich gebe eine Datei an und da stehen alle drin. Und dann macht man das so, dass man einfach sagt hier, alle die in der Datei drinstehen, da sagt die Shell halt, da kommt der Input her. Ja, das wird da reingezogen. Eigentlich geht das ungefähr mehr so aus. So, jetzt habe ich als Parameterliste alle diese Dateinamen. Ich könnte aber auch einfach sagen, wenn ich die Sachen schon alle in der Datei habe, und das ist mein Beispiel eigentlich vorher, da stehen diese Dinge einfach schon mal drin, ja, Host, so, und dann kann ich das als Browser eigentlich verwenden, sagen, ich muss nur den Cursor auf die Zeile setzen und sagen, go to file. Und dann bin ich da. Und wenn ich wieder zurück will, dann kann ich auch zurückspringen. Und dann gehe ich zu dem anderen und sage GF, go to file. Und dann bin ich in dem File. Und dann springe ich wieder zurück. Also ich kann das als Base nehmen, um da hin und her zu springen. Aber eigentlich, wenn du die Dinger schon mal geöffnet hast, dann sind sie mit in deiner Bufferliste. Da, in dem LS mit drin. Okay, das ist jetzt ein bisschen viel Zeugs dort schon vorhanden. Aber ich kann auch sagen B wie Buffer. Und ich weiß, das ist im EC-Verzeichnis, also das ETC irgendwo da in diesem Pfadname drin. Und dann kann ich die einfach mal anzeigen lassen. Und dann kann ich dort tabben und mir das Ding, was ich haben will, aussuchen. Passt auch. Und deswegen spreche ich anders mit dem Tags-File. Das Tags-File, das C-Tags-Tool, geht durch den ganzen Source-Code durch. Es weiß, welche Datei welche andere inkludiert, macht das rekursiv und erstellt daraufhin eine Index-Datei und die wird genannt Tags-Datei und dann kann ich über den Tags-Befehl darauf zugreifen. Und ich gebe euch mal eine kurze Tags-Datei. Das ist die Sachen, wo ich auf Dinge Zugriff nehme. Ja, also, und man muss nur wissen, wie dieses Ding funktioniert. Also, eine solche Zeile besteht aus 3 Teilen. Das erste ist so eine Art Abkürzung, wie ein Alias.
Die zweite ist die Datei, auf die ich zugreife. Und das dritte ist ein Befehl, mit dem ich an irgendwo hinspringe. Das kann ein Suchbefehl sein, das kann eine explizite Zeilennummern sein, das kann ein kompliziertes Konstrukt aus springe vorwärts und rückwärts und suche nochmal sein. Ja, alles, was ich auf der Kommandozeile machen kann. Diese dreiteilige Zeile gibt mir einen Bookmark sozusagen, also Tags, wenn man das so sehen will. Und eins, das ich hier eben gerne verwende, ist, wo haben wir es? Da sind die Kalendersachen, diese hier. Also diese Abkürzungen greifen auf meinen Kalender zu. Natürlich das Wort Cal an sich ist direkt mit dieser Datei verbunden, aber immer will ich dort eigentlich zu dem Teil, der in die Zukunft schaut. Also ich suche einfach nach dem Wort Future, das ich dort eingebaut habe, mit Slash, das ist die Suche. Ja, mal ganz kurz vorführen. TA für Tags reicht eigentlich schon. Cal geht zum Calendar. Und ja, ich habe den noch woanders am Laufen. Genau, und springt in die Zeile, dort wo Future steht. Ja, so. Und wenn ich eben TAM eingebe, M steht für meinen anderen Dingens Kalender, das sind so die Sachen, das ist mein Kalender, den ich führe mit allen möglichen Dingen, die irgendwo als freie Software irgendwie funktionieren. Da war gerade der Event in Eisenstadt und dann gibt es eben dann demnächst den in Graz. So. Ja. Aber ich muss nicht mehr lange Dateinamen angeben, ich muss nicht mehr sagen, wohin ich springe, weil ich lasse das tun. Die Kombination aus Name springt auf eine Datei in eine bestimmte Stelle, das sind Tags. Und Create Tags gibt dir das Ganze für deinen gesamten Source Code. So. Und das ist ziemlich schnell und effektiv und genau dieses System wird verwendet für die Hilfe. Also wenn ich Hilfe aufrufe, dann ist genau das da unterliegende Ding mit dabei. Ich sage jetzt mal, ich rufe Hilfe auf und ich habe jetzt irgendwie ein tolles Stichwort wie vorhin Register. Ich kann mal gucken, aha, das sind die ganzen Stichworte, die auf einen bestimmten Punkt zeigen und da kann ich also auch herumtabben und irgendwo halt hinspringen und dann bin ich da. Und das ist sozusagen der Hilfe-Source-Code. Und das ganze System ist an sich da, aber pro Sprache, pro Projekt wollen wir vielleicht was anderes haben. Das können wir uns per Hand anlegen, das können wir auch erzeugen lassen. Nur das Erzeugungsprogramm ist nicht Teil von Vim. Das ist wichtig so, weil jedes Teil sein Dings macht. Man könnte das natürlich auch als Source Code integrieren. Man könnte alles in ein Programm integrieren. Aber wenn ich Vim haben möchte als IDE für 20 Sprachen, dann wird es fett. Weil dann alles auf einmal geladen wird. Aber ich möchte nur daran erinnern, so ungefähr, Vim hat viele Kommandos zur Unterstützung für die ganze Sache, aber es ist keine IDE. Das heißt, gewisse Dinge, die nur eine IDE richtig machen kann, kann Vim nicht. Zum Beispiel eben Syntaxfehler erkennen oder solche Sachen. Oder es kennt einfach die Sprache nicht. Vim weiß nicht, was C ist. Vim weiß nicht, was Python ist. Ja? Ja, genau. Aber im Wesentlichen letztendlich, wenn man eine richtige... Letztendlich aber kann man eigentlich sagen, es ist, wenn man für eine bestimmte Sprache was haben will, dann ja, nimm das IDE. Und auch wenn es nur auf Windows rennt, ne? Dumm gelaufen. Aber wenn es das halt nicht gibt, dann gibt es es nicht. Aber von Vim zu erwarten, dass es wirklich eine Unterstützung hat für, schauen wir mal, ob die Typisierung in deinem Source Code okay ist und so weiter, das kann Vim nicht. Das wird es auch nicht können. Vim ist dafür nicht das Tool der Wahl. Der Compiler letztendlich sagt es ja, genau. Aber ich meine, ich weiß schon, dass es toll ist von den IDEs, dass die schon solche Sachen erkennen, die einfach sagen so, oh, ich glaube, da hast du da eine Klammer vergessen oder der Typ passt eigentlich gar nicht, noch während du es schreibst. Ja, das ist schon super. Nochmal? Syntax-Highlighting gibt es aber schon. Syntax-Highlighting gibt es schon, aber das sind Heuristiken, das ist nicht das, was ein Compiler weiß. Und es gibt so einfache Beispiele, einfach wenn du dreifach Sachen quotest, also hast du ein Reserved Word in einem Quote, das nur per Echo ausgegeben wird, dann wird es schwierig. Aber ja, Syntax-Highlighting ist da, sieht man hier bei Dingsfarbe natürlich. Wenn ich da mal schaue,
also das ist das Verzeichnis, wo die Dinge drinstehen, die .vim-Dateien über Syntax, und da gibt es schon so einige, und wenn ich nur so blätter, ich habe im Kopf, ich kann natürlich nur genau nochmal nachschauen, aber das sind mittlerweile so 400. Und nicht jedes ist für die Programmiersprache. Also teilweise ist es eben für Dinge, die einfach eine Struktur haben, und mein Standardbeispiel dafür ist das Passwort-File. Das hat eine Struktur, da gibt es halt 6 oder 7 Teile, immer durch Doppelpunkt getrennt. Und wenn ich mir das anschaue und dahin springe, dann sieht man, dass es dann eben auch bunt ist. Ja? Also hinten die Shell ist eben gelb und davor eben ist grün und so weiter. Ich höre nicht. Das Home Directory ist davor, genau, und so weiter. Also das hat eine gewisse Struktur, und aufgrund dieser Struktur kann man eine leichte Syntax angeben, und dann wird das eben entsprechend bunt. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt das Passwort-File kompilierbar ist. Ja, weil es keinen so Sinn hat. Achso, wir sind bei 45 Minuten? 55 sogar. Oh mein Gott, ich habe nicht aufgepasst. Dann sage ich nur, Moment, wir brauchen eine Pause, 5 Minuten, und dann machen wir weiter. Ja? Bis gleich nochmal.